So, moin Twitch. Heute Morgen starten wir den Tag mal mit einem neuen Game. Ich habe mir vor kurzem Green Hell gekauft und habe noch gar keine richtige Erfahrung mit Survival Games. Tommy übrigens auch nicht. Tommy guckt sich das auch das erste Mal an. Ich habe bisher einmal das Tutorial kurz gespielt, ohne Stream. Und jetzt würde ich einfach mal anfangen mit dem richtigen Game. Das ist das Tutorial einfach nochmal vorweg, habe ich schon gemerkt. Oha, das Game ist auch ziemlich laut. Das muss ich mal ein bisschen runterdrehen. Ja, ist halt, glaube ich, ein klassisches Survival-Spiel. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Bewertungen waren ziemlich cool. Und das Tutorial war eigentlich auch bis jetzt ziemlich cool. Also der Urwald, in dem wir uns da rumtreiben, ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass wir verdammt schnell sterben. Also ich habe das Tutorial gespielt, da ging's noch. Dann habe ich kurz angefangen mit dem Spiel und war, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten tot. Und jetzt wollen wir es auch einmal komplett neu anfangen und mal schauen, wie weit wir denn dann kommen, beziehungsweise wie häufig wir denn dann sterben. Wir fangen es auch einmal komplett von vorne an, einfach um die komplette Spielerfahrung denn dann auch mitzubekommen. Da ist die Einführung denn dann vorweg und dann schmeißt es uns, glaube ich, so nach 5 bis 10 Minuten ins richtige Spiel rein. Und naja, ich bin echt gespannt. Ein Survival-Spiel habe ich bisher echt kaum was gespielt. So das erste richtige Survival-Spiel, wobei richtig das auch nicht richtig Survival ist, sondern noch ein bisschen abgeschwächt, ein bisschen einfacher war Grounded, was ich ja jetzt mit Heike vor 2-3 Wochen angefangen habe. Das fand ich allerdings ganz cool von den Mechaniken her, mit Basis bauen und Lebensmittel sammeln, lagern und so weiter und so fort. Das war ziemlich nice, ist immer noch ziemlich nice. Da kommt jetzt auch irgendwie Ende des Monats das nächste Update raus. Auch ein richtig, richtig cooles Spiel. Aber ich habe mir gedacht, für den Stream einmal ein Survival-Game kann auf jeden Fall nicht schaden. Und weil Forest so gehypt ist, dachte ich, ich gucke mich nochmal um, was gibt es denn da noch sonst so? Was ist da ganz cool? Und da ist mir dann tatsächlich Green Hell dann ins Auge gefallen, gesprungen oder wie auch immer. Und naja, war bei Steam auch, glaube ich, gerade im Angebot, als ich es gesehen habe. Deswegen dachte ich, kannst du für die paar Euro 50 da nicht viel falsch machen. Naja, wie gesagt, die Survival-Mechaniken kenne ich noch nicht so richtig gut. Von daher werden da sicherlich 1000 Tote gestorben werden in den Urwäldern, in denen wir hier rumkreuchen und fleuchen. Was ein bisschen schade ist, was ich leider erst im Nachgang gesehen habe, dass das Spiel für den PC überhaupt keine Controller-Steuerung hat. Und weil ich ja so ein absoluter Maus- und Keyboard-Noob bin, gibt es da bestimmt auch noch die ein oder andere hakelige Situation, in der das für uns nicht so einfach werden wird. Naja, ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ich bin auch echt gerade erst vor einer halben Stunde ungefähr aufgestanden. Das heißt, richtig wach bin ich auch noch nicht, aber ich glaube, in dem Game wird sich das so langsam aber sicher ändern. Wir starten mal. Genau, die Einführung hatte ich gespielt, dann bei der Einführung ist es so, wenn die zu Ende ist, kommt man einfach wieder ins Hauptmenü. Ich dachte eigentlich, dann geht das Game auch schon los, aber wir müssen tatsächlich als Einzelspieler das komplette Game starten und dann kommen wir auch durch die Einführung hindurch. Also das heißt, das ist mehr oder weniger so eine Mischung aus Intro und Tutorial. Und das machen wir einfach mal mit. Weiter ist, weil ich schon einmal angefangen habe, bei Tag 1. Das ist tatsächlich das Weiteste, was ich bis jetzt gespielt habe. Man kann leider nicht sehen, wie viele Minuten wir da im Game waren, aber es ist Tag 1 und es wird nach Tagen abgerechnet, in Anführungszeichen, beziehungsweise gewertet. Ja, wir waren ziemlich schnell tot. Was ist passiert? Wir sind durch die Gegend gewandert, wussten nicht was wir machen sollten und sind durch ein paar Sträucher gelaufen, von einer Schlange gebissen worden und waren innerhalb von, ich glaube, danach 5 Minuten tot. Die Gesundheit ist rapide runtergegangen. Wir sollten uns ausruhen, das haben wir gemacht. Als wir aufgewacht sind, waren wir auf einmal tot. Also ich hätte wahrscheinlich nach irgendeinem Strauch suchen müssen, mit dem wir uns verarzten können. Oder nach irgendwelchen, ich glaube, Pilze sind es hier, die man nehmen kann, wo die Vergiftung denn dann gestoppt wird.
Naja, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht und war dann ziemlich schnell tot. Hey, Apley, schönen guten Morgen. Hast du auch gut gepennt? Ich habe auf jeden Fall gut gepennt, bin allerdings auch noch nicht ganz wach. Mal schauen, wie sich das hier im Game noch gibt. So, wir wollen starten. Geschichte ist, glaube ich, so der Hauptmode. Das heißt, da werden wir so ein bisschen geführt. Überleben ist der Endlos-Mode. War ausreichend. Ausreichend ist schon mal in Ordnung. scheint zumindest mehr als 4-5 Stunden zu sein. Ausreichend ist schon mal gar nicht schlecht. So, Geschichte, Hauptmode, den nehmen wir gleich. Ich gucke nochmal, was wir hier sonst so haben. Endlos-Modus, okay, da ist dann tatsächlich Fokus auf Survival, Bauen und so weiter und so fort, ohne Story. Geister von Amazonien, erlebe, was vor den Ereignissen im Story-Modus geschehen ist. Empfohlen für Spieler, die den Story-Modus abgeschlossen haben, haben wir ja noch nicht. Deswegen werden wir mal die Story spielen und nehmen nicht den absolut einfachen Modus, weil wir ja auch ein bisschen zumindest Kontakt mit den Tieren und so weiter haben wollen, aber auch noch nicht die grüne Hölle. Das ist anscheinend ja der absolut Hardcore-Modus. Dann nehmen wir mal Willkommen im Dschungel. Hört sich auf jeden Fall einladend an, denke ich mal. Geistige Gesundheit haben wir dabei. Feindliche Stämme sind auch dabei. Raubtiere sind auch dabei. Nährstoffentzug normal. Das heißt, da müssen wir schon ganz schön, glaube ich, auf unsere Ernährung achten. Und uns, glaube ich, auch relativ schnell Waffen zusammenbasteln. Aber das ist in Ordnung. Willkommen im Dschungel. Auf geht's. Neuen Speicherstand. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier löschen kann. Den kann ich löschen. Okay, mit entfernen. Das machen wir mal. Da waren halt eh nur ein paar Minuten. Jetzt haben wir ganz frische Speicherstände. Nehmen gleich den ersten und legen den dann los. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen, ohne zu sterben. Ich werde ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich hier durch die Flora und Fauna laufe. Ich glaube, man kann schon relativ schnell hören, ob da irgendwelche giftigen Tiere sind. Ich bin halt gestern, als ich es kurz angefangen habe, einfach nur durch die Gegend gelaufen, planlos, ohne auf irgendwas zu achten. Das ist auf jeden Fall anscheinend hier sehr gefährlich. Ich stelle uns mal aufs Live-Bild. Ich glaube, so haben wir auf jeden Fall auch einen ganz guten Blick auf die komplette Map. Trotzdem müssen wir uns natürlich gerade am Anfang viel umschauen. Aber jetzt erstmal das Intro. Okay. I'm here. Hey! I made it! Gut. Da hat das Klettern ja zumindest schon mal ganz gut hingehauen. Okay, so, Walkie-Talkie mit T. Sehr gut, das wissen wir doch dann schon mal. Okay, gut. Was will sie denn noch machen? Nickerchen machen, okay. Dann soll sie sich doch noch mal hinhauen, bevor es hier richtig losgeht. Wir sind ja zumindest ausgeschlafen. Okay, okay. So, irgendwas war da doch gerade eben noch. Ein Stein, den wir nehmen. Den können wir jetzt schon nehmen. Alles klar. Dann haben wir schon mal einen und noch einen Stein. Und noch einen Stein. Okay, der ist ein bisschen groß. Den sollten wir vielleicht wieder fallen lassen. Genau, fallen lassen mit Q, das habe ich mir schon von gestern gemerkt. Wenn wir den... Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Wenn wir Sachen zerstören, dann sind die pulverisiert und lösen sich, glaube ich, in Luft aus. Ich dachte eigentlich, dann werden die klein. Aber wenn wir sammeln... alles klar. Gleich am Anfang wieder was gelernt. Okay, wir können ihr noch zugucken, wie sie ein Nickerchen macht. Oder was macht sie da? Naja, sie packt den Rucksack und nimmt hoffentlich alles mit, was wir brauchen. Okay, also Landschaft sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus in dem Game. Lädt zum Urlaub machen ein mit den Papageien und was wir hier noch so alles haben. Aber wir sollen ja keinen Urlaub machen, wir sollen erstmal ein Lager finden. Das ist, glaube ich, die Map ist immer gleich aufgebaut. Von daher können wir das zumindest schon einmal
aufsuchen, das müsste in die Richtung sein. Oh, hat sie das Boot festgemacht? Wehe nicht. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Da sind schon die ersten Tiere. I feel you. The place is beautiful. Still. Still. We can't forget what we came here for in the first place. I know. But genau, sie will ja irgendwelche Stämme erforschen, unsere Freundin. Und wir sind einfach nur derjenige, der mit dabei ist, wenn ich das richtig verstanden habe bisher, von der Story zumindest. Come on, let's not get ahead of ourselves. Unser Lager haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden, das ist ziemlich cool. Sieht doch schon mal gemütlich aus. Zelt gefunden. I found the tent. Is everything all right? Keine 5-Sterne-Unterkunft. Luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. Sieht ja auf jeden Fall schon mal ganz gemütlich aus. Obwohl ich eigentlich mehr so der Hotelgast bin, als im Urwald zu campen. Aber okay. Zumindest noch einigermaßen gemütlich. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should, maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Okay, gut. Also erstmal Lagerfeuer bauen ist ja schon mal nice. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Das heißt, ein bisschen Holz sammeln. Hier haben wir sogar eine Machete. Das heißt, das macht das ein bisschen einfacher. Was haben wir denn hier noch? Noch eine Machete. Okay, können wir mit 2 Macheten zuschlagen? Nein, können wir wahrscheinlich nicht. Deswegen nehmen wir erstmal eine mit. Einen kleinen Stock brauchen wir sicherlich auch zum Feuer machen. Und dann haben wir unser Tagebuch. Da wird immer beschrieben, was wir für Sachen, die wir schon kennen, brauchen. Das heißt, für unser kleines Feuer brauchen wir 6 kleine Stöcke und 8 große Stöcke. Kann unerwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Okay, das ist im Moment fürs Tutorial ja noch nicht oder fürs Intro noch nicht ganz so wichtig. Wir machen. Ist ein schönes Survival-Spiel, also rein vom Look. Ja, finde ich auch. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und macht so ein bisschen Urlaubsfeeling, wenn man hier so durch den Urwald läuft. Bin mal gespannt, wie sich die Mechaniken noch so anfühlen nachher und was da noch so alles passiert. Also ich habe mich echt noch gar nicht so richtig vorweg informiert, einfach nur halt, dass es ein Survival-Spiel ist und halt, dass es Stämme gibt, mit denen wir wohl denn dann nachher zu tun haben werden und Raubtiere und so weiter und so fort. Aber so alles, wie das alles genau abläuft, das werde ich denn dann wohl in den nächsten Stunden erfahren. Okay, das Tutorial habe ich ja schon mal gespielt, das heißt, ich weiß auf jeden Fall, dass wir das Nest brauchen, um Zunder zu haben fürs Feuer. Und dann halt, was wir ja eben gesehen haben in unserem Notizbuch, dass wir Holz brauchen, beziehungsweise große Stöcke und kleine Stöcke. Deswegen hacken wir hier schon mal. Am Anfang geben wir ganz schön die Pumpe. Okay, gut. Ja, ich bin sehr gespannt. So, das ist, glaube ich, ein langer Stock. Den müssen wir noch zerlegen, damit wir den fürs Feuer benutzen können. Oder wir sammeln den erstmal auf und zerlegen den dann an unserer Feuerstelle. Können wir davon mehrere tragen? Ah, hier sind auch schon kleine Stöcke. Die können wir nicht mehr aufsammeln, weil wir jetzt den großen Stock haben. Okay, gut zu wissen. Dann tragen wir den zuerst mal Richtung Lagerfeuerplatz. Ich glaube, das hier ist auf jeden Fall prädestinierter Platz, um ein Lagerfeuer zu machen. Das heißt, da schmeißen wir den mal hin und dann sammeln wir die anderen Stöcke, die da noch rumliegen, ein. So, da ist ja auf jeden Fall ein bisschen was schon, ohne dass wir groß was zerhacken müssen da. Gucken, den können wir hier vor Ort gleich zerhacken, das ist gut. Wasser, hier ist sauberes Wasser, okay, weil es gleich von der
von diesem Wasserfall kommt. Das ist ja gut, aber wir müssen ja auch noch nichts trinken. C im Navigationsrad, wähle Tagebuch und dann das Feuerlesezeichen. Okay, das machen wir, wenn wir gleich da an der Stelle wieder angekommen sind, wo wir das Lagerfeuer machen wollen. Ich werde es mal hier in die Mitte setzen. Das sieht auf jeden Fall nach einem... Da war auch, glaube ich, schon ein Lagerfeuer, wenn ich den Boden so sehe. Das heißt C, Tagebuch, Lagerfeuer. Wo haben wir denn hier? Hier ist Feuer. Kleines Feuer. Aussuchen. Hier sieht es gut aus. Da kann man sich drauf rumsetzen und entspannen. Das heißt... Okay. Ja, sie hat natürlich mal wieder nur die Hälfte eingepackt. War ja klar. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. Natürlich fehlt das Feuer. But it feels that way. Also die Zivilisation rückt immer in weitere Ferne. Das heißt, wir müssen hier alles selber machen. Verdammt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 5 kleine Stöcke. Wenn wir den hier zerlegen, dann haben wir bestimmt gleich auch ein paar mehr kleine Stöcke. Und damit müssten wir ja so langsam aber sicher... Oh, was fehlt uns denn noch? 2 normale Stöcke, also von diesen hier. Gut, einmal. Zack. Und dann schauen wir nochmal, dass wir noch irgendwas zerhackt kriegen. Und dann müssten wir ja eigentlich zumindest schon für unser Lagerfeuer... Stöcke genug haben. Okay, die Büsche wollen wir natürlich nicht zerhauen. Wir wollen den kleinen Baum hier platt machen. Holzscheit brauchen wir... Oh, der ist ein bisschen groß. Alles klar. Den machen wir doch erstmal kaputt. Da können wir... Ich glaube, das Feuer... Genau, das Feuerbrett können wir gut benutzen, um Feuer draus zu machen gleich. Den Stock brauchen wir noch. Und dann sollten wir... Ach nee, verdammt, wir brauchen nämlich noch 2 Stöcke. Das heißt, wir nehmen hier nochmal einen mit. Oder noch ein... Ah, hier nehmen wir noch kleine Stöcke mit. Zu viel will ich jetzt auch noch gar nicht einsammeln im Tutorial. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn wir das durch haben, dann... Looks like everything's ready. Haben wir eh wieder nichts dabei. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Genau, das war das Feuerzeug, was fehlt. Ja, ja, ja. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. Okay, aber das habe ich im Tutorial schon gesehen. Das will ich jetzt tatsächlich denn dann nicht einmal vertiefen. Das heißt, wir machen nebenher schon mal unser Feuer. Das heißt, da brauchen wir das Feuerbrett und dann brauchen wir noch einen Stock. Wo haben wir den Stock? Hier haben wir den Stock. Zack, und damit konnten wir nicht damit schon das Feuer herstellen. Verdammt, wie war denn das noch? Okay, gut. So viel dazu. Oder brauchten wir da einen normalen Stock für? Das Feuerbrett war auf jeden Fall richtig. Aber das kann ich ja bestimmt sehen, wenn ich in unser Notizbuch schaue. Stock und kleiner Stock. Stock oder Feuerbrett und kleiner Stock. Das heißt, wir brauchen noch einen normalen Stock, würde ich sagen, wenn ich das jetzt hier richtig deute. Dann nehmen wir uns mal den, der sieht gut aus. Und dann gehen wir mal zu unserer Feuerstelle hin und dann können wir auch gleich schon Feuer machen, glaube ich. Lass mal sehen. So. Feuerbrett. Und Stock. Nee. Hä? Aha, okay. Feuerbrett und kleiner Stock. So. Damit können wir dann auch unser erstes Feuer machen. Sehr schön. Und dann haben wir ja noch das Vogelnest. Das... Benutzen. Sehr schön. Und genau. Und jetzt das Vogelnest da rein, damit wir Zunder haben. Alles noch ganz easy. Und damit machen wir auch unser erstes Feuer an. Sehr schön. Und
angekommen in unserem neuen Zuhause und Feuer gemacht. Sehr schön. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. Entspannter erster Abend am Lagerfeuer. Strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Macht bis jetzt ja noch einen ziemlich friedlichen Eindruck, das Ganze. I prefer the wilderness. I'll miss you. Ja, noch ein bisschen emotional starten, bevor das hier richtig losgeht. Work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid. And yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. Na, ich bin mal gespannt, wie die Stämme da nachher drauf sind. Ich glaube, richtig freundlich sind die wahrscheinlich nicht. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. Okay, Medical Camp, das muss dann ja irgendwo in der Nähe des Stamms sein. Das werden wir dann ja wohl wahrscheinlich auch noch finden. Dass wir da denn schon Sachen haben, mit denen wir uns verarzten können und die wir gebrauchen können. Bin ich mal gespannt. Ja, genau so eine Liege habe ich hier auch noch in unserer Kammer liegen. Und die hatte ich das letzte Mal mit, als ich Freunde in Kiel besucht habe, letztes Jahr im Sommer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Tag auf so einem Teil langt völlig aus, um sich den Rücken für die nächsten 3 Wochen kaputt zu machen. Ja, gut. Also ich habe selten schlechter geschlafen als auf so einer Militärliege, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind ja richtig cool zum Mitnehmen und so weiter und so fort und lassen sich schnell zusammenbauen. Aber gemütlich ist komplett anders. Naja, gut. Jetzt wollen wir erstmal das Zelt durchsuchen. Mal schauen, was wir hier alles so finden. Okay, Skull Painted Warriors. Mysterious Painted Warriors appeared yesterday on the river bank as we floated by. Who are they? Our friends, the Yabahuaka seem afraid to talk to them. Ich würde sagen, die sehen auf jeden Fall auch so aus, als wenn wir nicht wirklich uns mit denen für eine Runde Poker zusammensetzen würden. Könnte sein, dass die nicht ganz friedlich sind. Würde ich mal so sagen. Was haben wir hier noch? Eine Notiz. I'm at the village. Call me with the radio when you wake up. Obwohl, das ist ja auch hier alles in Deutsch nochmal, wenn wir auf R drücken. Deswegen, das lese ich dann doch mal lieber auf Deutsch vor, bevor ich da irgendeinen Fehler mache nachher und irgendwas falsch verstehe. Ich bin im Dorf, melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. Ich habe ein kleines Geschenk dagelassen, deine Mia. Na, das ist doch alles cool. Okay, okay. Und sie will auch schon gleich mit uns sprechen, Mia. Hello. Alles klar. Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Ja, wir sind aufgestanden. You left already? Oh, punchen können wir auch schon gleich als erstes. Sehr schön. You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Oh, sie hat uns eine Uhr geschenkt. Sehr cool. Sieht so ähnlich aus wie die ich hier um habe, aber ich glaube, die hat andere Funktionen noch dabei. Das heißt, okay, die zeigt uns unsere Körperfunktionen an. Das ist so ein bisschen wie unser Display sozusagen, was wir essen und trinken müssen. Nice. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Okay, mit F können wir dann also sehen einmal, was wir brauchen. Das sieht so aus, oben links ist, glaube ich, einmal, ich glaube, das ist unterteilt sich, glaube ich, wie bei richtiger Nahrung sozusagen in Proteine, Kohlenhydrate und Fette, die wir essen können. Beziehungsweise hier angezeigt werden, glaube ich, nur Proteine und
Proteine, Kohlenhydrate und Getränke. Oder was ist das unten links? Flüssigkeit? Keine Ahnung. Mal schauen. Wird wahrscheinlich, hoffe ich mal, auch noch erklärt. Erstmal was zu essen finden. Hier liegen schon Riegel. Proteinriegel ist ganz cool. Den hauen wir uns doch dann gleich mal rein. Und den Stock nehmen wir mal auf, wenn er schon hier rumliegt. Wo? Ah ja, im Essensfach. So, essen. Okay. Was ich mir wohl noch angewöhnen muss in dem Spiel, vergesse ich auch immer wieder, dass wir gleich, bevor wir etwas einsammeln und in den Rucksack packen, gleich benutzen. Hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist gut. Das heißt, unsere Anzeige ist wieder komplett voll. Wir können also loslegen. Well rested and well fed. Perfect. Was haben wir hier? We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. Lassen wir erstmal entspannt angehen das Ganze. But they haven't driven you away. That's a good sign. You Kaffee. Need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Mia lässt anscheinend auch entspannt angehen. Das heißt, die ist schon mal bei dem Dorf angekommen. Wir geben aber noch einen Ratschlag auf den Tipp, Ratschlag auf den Weg, dass sie erstmal aufpassen soll. Okay. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. Okay, also wir sollen uns erstmal umschauen, was wir so an Pflanzen und so weiter hier finden. Draußen ist das Wetter ja auch sehr einladend, um rumzulaufen. Strahlender Regen oder so ähnlich. Aber wir gucken uns erstmal hier in dem Zelt um, was hier noch so alles rumliegt. Das sind nämlich noch so einige Sachen, die wir uns angucken können, die vielleicht ja auch wichtig sind nachher. Ayahuasca ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache, um sich irgendwohin anders zu katapultieren. Lesen uns das Ganze erstmal durch. Liane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Uha. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Okay. Das kann nur schief gehen ohne Kontakt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Okay, wir haben schon eine Aufnahme, die vom ersten Tag gespeichert wurde. Mal gucken, was da aufgenommen wurde. Ganz friedlich und entspannt noch alles. I'll focus on indexing new plant species and Mia, can you explain what you're gonna do? Okay, Mia, dann erzähl mal. I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. I'm worried, you know. Of course you are. But I'm ready, don't you think? I believe so. But it's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Ja, okay. Soll sie vorsichtig sein, dann wird schon alles gut gehen. Was sollte auch schon schief gehen, wenn man bei einem Stamm ankommt, der weit weg von jeglicher Zivilisation lebt und wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt kommunizieren kann. Schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? The Lost Tribe, okay. Die haben auf jeden Fall so einen kleinen Stamm hier anscheinend. Mitten im Urwald. Das scheint ja deren Lager denn dann zu sein. Gucken wir mal. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Oha! Gut, also wenn der Plan von einem Naturstamm abhängt, dann könnte es sein, dass das ganz schön kritisch wird, wenn die uns nicht helfen, beziehungsweise nicht auf unserer Seite sind. Was haben wir hier noch? Ah, den Pfeilgriff-Frosch, okay. Gelb und blau können wir uns ja schon mal merken, dass der anscheinend nicht wirklich schmackhaft und wohltuend für uns sein könnte.
Dank des Kambo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Okay, wieder was dazugelernt. Wenn es denn dann tatsächlich so ist. Und das ist der Stamm Yabahuaca. Das ist der Stamm, zu dem Mia ja anscheinend aufgebrochen ist. Die Yabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Okay. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen, sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Naja, gut. Hört sich ja bis jetzt noch eigentlich ganz easy an. Was haben wir hier noch? Die Rainforest Mammals. Das heißt, das sind wahrscheinlich denn dann erstmal die Tiere, die uns schmackhaft auf dem Grill zubereitet gut schmecken werden nachher. Denke ich doch mal. Tiere des Regenwalds, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle, da sie reich an Proteinen und Fetten sind. Stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Okay, also dann wird's auf unserer Uhr hier ja so sein, dass wahrscheinlich unten links dann Fett ist, oben links Proteine und oben rechts Kohlenhydrate. Und das sollen wir alles ausgewogen essen. Das schaffe ich ja noch nicht mal im richtigen Leben. Ich bin gespannt, wie wir das im Dschungel machen werden. So. Ah ja, okay. Hier haben wir noch einmal eine Tabakpflanze erklärt. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Geht mir nicht anders. Ja, es ist ja auch wirklich nicht leicht. Zumindest ausgewogen sich zu ernähren. Viel essen ist kein Problem, aber ausgewogen ist dann immer so ein bisschen anders. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ah ja, cool. Ein guter Ausgangspunkt. Sehr schön. Da machen wir uns sicherlich auch gleich erstmal auf in die Richtung und gucken, dass wir auch Tabakpflanzen finden. Ja, es wäre... Willst du einen Salat machen? Zack, hast du einen Steak. Ja, so sieht's aus. Immer wieder das Gleiche. Wobei es, glaube ich, einfacher wäre, sich ausgewogen zu ernähren. Vor allen Dingen, also für mich, wenn man, wie hier im Game, ganz cool eine Uhr hat, die einem sagt, wie viel man von was noch essen muss. Das geht ja auch mit Apps eigentlich ganz cool. Aber ich bin dann immer zu faul, das einzutragen, was ich gegessen habe. Und hier im Game läuft das ja automatisch. Ist auf jeden Fall viel leichter, würde ich mal so sagen. Das Wasser sieht hier auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus und auch die Umgebung, das finde ich echt ziemlich nice. Das ist schon ganz cool gemacht und weil es geregnet hat, haben die auch alle so einen glänzenden Schimmer, die Pflanzen. Dass sie feucht geworden sind durch den Regen, ist auf jeden Fall ziemlich nett gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit der Ernährung hier alles funktioniert im Spiel. Also das heißt, wir müssen ja Kohlenhydrate uns holen über die Pflanzen, die wir essen, also Obst und Gemüse und Proteine und Fett dann nachher über Fleisch, wahrscheinlich. Ja, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. So, ein Seil zum Hochklettern Richtung Norden. Sieht bis jetzt gut aus. Sieht immer noch gut aus. Und fast angekommen. Fuck me. Wie kleiner auf der Welt ist. Essen wir doch sehr abwechslungsreich. Ja, das ist doch cool. Gerade wenn man, ich glaube, wenn man Kinder hat und da ein bisschen drauf achtet, dann achtet man auch für sich selbst mehr drauf. Das haben wir tatsächlich hier nicht. Jasmine, are you okay? I'm not sure. Okay, der erste Sturz ist auf jeden Fall jetzt schon mal hier gewesen. Okay, das heißt, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind ja jetzt hier runtergefallen und müssen mal schauen, ob wir uns irgendwo verletzt haben. Da können wir uns einmal untersuchen. Okay, der Arm sieht gut aus. Das Bein sieht auch ganz gut aus. Hier ist auch nichts. Oh, und hier haben wir eine kleine Schürfwunde. Gut, das heißt, die Schürfwunde müssen wir gleich erstmal verarzten. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises.
Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Okay, weil ich das Tutorial ja schon mal gespielt habe, weiß ich, dass wir jetzt irgendwie eine Pflanze brauchen, die so ein gelbe, die so gelbe kleine Blüten am Rand hat. Das sieht hier vorne so aus, als wenn da eine wäre. Die nehmen wir dann gleich mal mit. Okay. Zack, da haben wir sie auch schon. Aber wir spielen das Tutorial mal ganz normal durch. Das heißt, wir machen dann halt auch noch alles, dass wir uns diese Sachen angucken. Molineria heißt die Pflanze. Sehr schön. Langblätter eignen sich ideal für einen Verband. Den stellen wir auch gleich her. Und, ach, hier steht ja auch nochmal das, was die einzelnen Sachen bedeuten. Hätte ich vielleicht auch einfach mal reingucken müssen. Das heißt, diese Tropfen sind Fett. Die anderen Zeichen sind dann Kohlenhydrate und Eiweiß. Und halt logischerweise Wasser, weil wir immer was trinken müssen. Haben wir hier noch mehr mit drin? Geistige Gesundheit. Okay. Verzehr eines Produkts mit einer natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert die Geisteszustand. Okay. Ruhiger Schlaf erhöht die geistige Gesundheit. Hört sich ja bis jetzt alles ganz logisch an. Finde die Mechanik im Spiel ganz cool. Ja, bis jetzt finde ich es auch ziemlich cool, was da so alles drin ist. Das heißt, es ist ja echt, dadurch, dass man halt echt wie im wirklichen Leben Fette und Kohlenhydrate und Proteine hat, es ist ja echt, fühlt sich das Ganze noch ein bisschen echter an. Als wenn du einfach nur Wasser und Nahrung hast. Das ist schon ganz cool. Also, das heißt, hier haben wir einen Kratzer, eine Schramme, Senkkondition führt ohne Behandlung zu Infektionen. Und wir sollen uns einen Verband machen. Dafür brauchen wir diese gelben Blätter, beziehungsweise diese gelben Blüten und die Blätter, die dazugehören. Die hacken wir mal klein. Auch ganz nice, dass diese einzelnen Sachen, die einfachen Sachen auch von alleine eingesammelt werden. Und dann können wir hier auch gleich einen Blattverband herstellen. Zack. Cool. Da haben wir den Verband. Ein paar Blätter sind noch übrig für die nächste Stelle. Oh, wow. Vielen Dank für deine gegifteten Subs. Sehr cool. Danke. Nice. Sehr schön. So fängt der Tag doch super an. Danke dir. Yes, sehr gut. So, okay. Dann gucken wir uns mal unseren Arm hier an. Hier ist die Stelle. Nice. Hier ist unsere Stelle und unser Rucksack ist hier. Ach verdammt, herstellen müssen wir ja gar nicht. Wir müssen es ja benutzen. Da muss ich mich noch so ein bisschen zurechtfinden. Hier ist der Arm. Den drehen wir hier hin. Ach so, wir müssen den drauflegen. So war das. Zack. Und verarztet. Nice. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben uns jetzt versorgt. Sagen mir einmal Bescheid, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Alles entspannt. Nein, wir sind ja ein harter Mann, deswegen tut's natürlich nicht weh. Much. Keine Schmerzen. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. Okay, sie ist da bei sich da einzubürgern im Stamm, das ist schon mal ganz nice. I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief. Okay, also bei dem Stamm scheint schon irgendwelche Uneinigkeiten zu geben. Das heißt, da läuft schon alles nicht gut. Zwei Lager, so. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay, es hört sich doch alles noch einigermaßen gut an. 32 Tage später. Jake. Hört sich's nicht mehr so gut an. Oha. Ich würde sagen, es hört sich an, als wenn sie nicht wirklich Freunde gefunden hat. What happened? Mia, speak to me.
Mia. Okay, so. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wo zur Hölle ist unsere Mia denn überhaupt? Sie ist ja einfach nur losgegangen. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Okay. Da ist auf jeden Fall der Stamm, dieser verlorene Stamm. Sah zumindest so aus wie auf den Fotos, die wir gesehen haben. Und die scheinen uns nicht allzu freundlich gesonnen zu sein, würde ich mal sagen. Läuft doch, da bekommt man schon richtig... Ja, ich glaube auch. Nach so einem Funkspruch ist auf jeden Fall die Idylle im Urwald vorbei. Okay, und wir sind ja auch auf jeden Fall ein wenig auf der Flucht, würde ich sagen. Nice. Und mit einem Kopfsprung im Wasser gelandet. Sehr schön. Okay, gut. Aber immerhin, wow. Green Hell. Ja, das sah auf jeden Fall aus, als wenn es die Hölle werden könnte. Das heißt, der Stamm, der da in diesem kleinen Teil war, der ist uns auf jeden Fall nicht freundlich. Hol schnell noch einen Kaffee. Ja, alles klar, bis gleich. Ich schaue mich schon einmal um. Das heißt, der Stamm ist uns anscheinend nicht wirklich freundlich gesonnen. Da sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein, dass wir nicht so schnell unbewaffnet hinkommen. Und das nächste Mal. Aber jetzt hört sich Mia ja zumindest ein bisschen entspannter an. Zumindest nicht so aufgebracht wie eben in dem Funkspruch. Okay, unser Funkgerät ist zumindest noch da. Das ist doch auf jeden Fall schon mal positiv. Und ein Flugzeug fliegt auch über uns hinweg. Das heißt, da sind tatsächlich Leute, die uns entweder suchen oder zumindest irgendwas anderes auf der Insel verloren haben. Okay. Funkgerät ist da. Das heißt, können wir sprechen? Mia. Ja, können wir. Okay. Mia? Aber Mia antwortet nicht. Dann ist das natürlich auch, bringt uns das natürlich auch nicht so viel. Okay, gut. Das heißt, hier sind wir angekommen. Idyllischer Wasserfall. Sieht ja sogar noch ein bisschen schöner aus als die erste Stelle, wo unser Lager aufgeschlagen war. Finde ich auf jeden Fall bis jetzt ganz nice. Hier schwimmen kleine Fischis drin rum, große Fischis drin rum. Sieht bisher noch nicht so wirklich aus, als wenn uns da irgendwas antun würde. Wir gucken mal in unser Notizbuch. Okay, hier ist unsere Mission bzw. unser Tagebuch. Das gucken wir uns doch mal an. Was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mich aus einem Indio-Dorf angefunkt. Wovor hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass. Ich habe keine Vorräte. Mia antwortet nicht. Okay, beste Voraussetzung, um einen entspannten Urlaub im Urwald zu machen. Perfekt. Gut, das ist unser Tagebuch und das sind, glaube ich, die Aufgaben, die wir dann jeweils haben, um die Story weiter voranzupushen. Suche Hilfe ist auf jeden Fall mal eine verhältnismäßig allgemeine Aufgabe. Ja, gut, mit unserem Funkgerät kommen wir nicht weit, um Hilfe zu finden. Also das Erste, was wir wohl machen sollten, ist, glaube ich, ein Lager bauen, weil, so wie ich das verstanden habe zumindest, können wir in dem Lager auf jeden Fall denn dann abspeichern. Und das ist ja zumindest auf jeden Fall so eine kleine Unterkunft, die wir uns gebastelt haben, denn ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal sehr viel wert. Hier haben wir noch ein paar mehr Sachen schon, die wir bauen können, glaube ich. Beziehungsweise hier wird zumindest das, was wir schon bisher in den Fingern hatten, einmal aufgelistet. Den Handbohrer, den haben wir am Anfang gebaut. Den Verband, klar, den kennen wir jetzt eben auch von unserer Schürfwunde. Und ein Seil können wir basteln aus den Lianen, die von Bäumen, die von den Bäumen hängen, beziehungsweise an den Bäumen drangeflechtet oder drangewachsen sind. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Haben wir hier noch mehr? Eine Fackel. Mit einem Stock und einem Seil können wir auch eine Fackel bauen. Alles klar, okay. Auch gut zu wissen. Aber ja, easy zu machen. Stock und Seil. Das heißt Stock plus eine Liane ist es dann ja im Endeffekt, was wir brauchen. Molinera ist die Pflanze, die wir eben schon gefunden haben, mit den gelben kleinen Blüten.
Die brauchen wir, um einen Verband zu bauen. Was haben wir hier noch? Tabakpflanze können wir brauchen, weil die antivenine Eigenschaften hat. Das heißt, wenn wir irgendwie vergiftet worden sind, dann brauchen wir ein Blatt von der Tabakpflanze. Ich weiß nicht, ob wir es kauen. Ja, genau, kauen. Das ist ja, logischerweise ist das ja hier ein Essenssymbol, würde ich mal so sagen. Und damit können wir dann die Vergiftung auf jeden Fall stoppen oder verlangsamen. Ich weiß noch gar nicht, wie das nachher alles läuft. Dann gucken wir mal, was wir noch alles hier an neuen Sachen haben. Okay. Kleiner Unterstand, kleiner Bambusunterstand, Blätterbett, Bananenbett, okay. Bananenblattbett, so. Bananenbett ist auch nicht schlecht. Hüttenunterstand, erlaubt dir das Spiel zu speichern. Alles klar, also das brauchen wir auf jeden Fall ziemlich schnell, um einen Speicherstand erstellen zu können. Stock 8, langer Stock 3, Seil 1, Palmblatt 13. 13 Palmblätter, okay, gut. Palmblätter werden wir, glaube ich, hier eine ganze Masse brauchen in dem Game. Was haben wir hier noch? Und hier sind die, hier sind für unser Lager, beziehungsweise für unser kleines Heim, was wir uns da bauen können, die einzelnen Sachen. Bambuswahmen, Wand, Bambuswand, kleine Wand, kleine Bambuswand, hölzerner Eingang, Bambuseingang. Ja, mal gespannt. Ach so, okay, also die unterscheiden sich tatsächlich nur dadurch, dass die aus Bambusstöcken bzw. normalen Stöcken gebaut werden, die Sachen. Holzscheit, Bambusscheit. Ansonsten scheint es alles das gleiche zu sein. Es ist die Frage natürlich nachher die, was ist stabiler? Ist so eine Bambushütte oder eine Hütte stabiler? Ich würde jetzt mal eigentlich sagen Bambus, aber es steht auch nichts mit dazu. Mal gucken. Ich werde mal schauen, was wir so an Rohstoffen hier häufiger finden. Dann werde ich dementsprechend natürlich solch eine Hütte bauen. Palmdach und Bananendach haben wir. Und da können wir auch das Spiel speichern. Okay, das heißt, wir brauchen nicht unbedingt diesen Unterstand, sondern wir können auch so mit so einer, mit so einem Palmdach oder Bananendach speichern. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Balkone auch in den beiden Ausführungen. Bambus und ohne Bambusleiter. Bambusleiter, okay. Das sind zumindest schon mal die Sachen so, die wir für unsere Hütte brauchen. Gut zu wissen. Aber ich glaube am allerersten. Oh, wir können nochmal sprechen. Hallo? Okay. Can anyone hear me? Einfach mal in die. Ins. Okay. Please. Help? Keiner, der antwortet. Naja, gut, wir sind ja auch mitten im Urwald. Wer soll uns da auf unseren Funkspruch antworten? So, hier sind auf jeden Fall schon mal Bananen. Das ist gut. Die sammeln wir mal ein. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was zu essen. Und ich gucke auch gleich einmal. Sieht ja alles bisher noch ziemlich cool aus. Uhrzeit, Nachmittag. Mit dem Kompass können wir natürlich im Moment gar nichts anfangen, weil wir überhaupt nicht wissen, wo, wie, wann, was ist. Das heißt, wir sammeln erstmal alle möglichen Sachen ein. Mit Sammeln nehmen wir diese einzelnen Sachen auseinander, okay. Das heißt, wir haben drei Steine, drei kleine Steine jetzt und neun eintragende Steinklinge, die wir bauen können. Jetzt gucken wir uns mal an. Wo haben wir sie? Halter für kleine Steine. Da können wir also, das ist auf jeden Fall schon mal so eine Box, in der wir dann kleine Steine sammeln können. Jetzt ist natürlich die Frage, wo das mit der Klinge denn dann eingetragen ist. Handbucher Seil. Steinklinge. Dafür brauchen wir zwei Steine. Easy. Ich würde sagen, das sollten wir gut hinkriegen. Und mit der Klinge müssten wir dann ja eigentlich auch schon Sachen auseinandernehmen können, glaube ich zumindest. Das können wir einmal ausprobieren. Hier haben wir Steine. Herstellen. Wir warten das noch. Die müssen wir immer hier mit rüberziehen, glaube ich. Ne? Genau, jetzt können wir schon eine Steinklinge herstellen. Alles klar, die haben wir. Okay, wie haltbar ist denn das Teil? 17% Haltbarkeit, das heißt, da können wir anscheinend nicht so wirklich viel mit reißen. Aber okay, wir schauen uns erstmal in der Umgebung um, sind aber dabei vorsichtig, was wir alles für Tiere haben, die uns über den Weg laufen. Und ich glaube, mit Holz können wir irgendwie, wenn wir einen Stein und ein Holzstück haben, sollten wir uns ja eigentlich auch dann auf jeden Fall sowas wie eine Axt bauen können. Können wir hiermit
Ah, okay. Damit können wir uns auf jeden Fall schon mal zumindest Holz basteln oder einsammeln oder wie auch immer. Das ist gut. Okay. Lange Stöcke können wir anscheinend immer nur einen tragen. Das heißt, wir sammeln erstmal die kleinen. Sammeln erstmal die kleinen Stöcke ein, verdammt. Okay. Da haben wir auch schon drei neue Sachen, die wir herstellen können. Mal schauen. Achso, das Halter für kleine Steine war das, was wir eben hatten. Für lange Stöcke können wir uns einen Halter bauen und einen für normale Stöcke. Und einen für kleine Stöcke, alles klar. Okay. Das finde ich schon ganz cool, dass auf jeden Fall hier alles aufgelistet ist, sofort nachdem wir irgendwas gefunden haben, was wir damit machen können mit den einzelnen Sachen. Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Steine können wir, glaube ich, auch am Anfang eine ganze Menge gut gebrauchen. Deswegen, ich sammle erstmal so ziemlich alles ein, was es hier so gibt. Und dann schauen wir uns mal weiter um. Auf jeden Fall muss man hier echt überall aufpassen. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, geht es mir danach auch nicht unbedingt besser. Könnte ich mir vorstellen. Da wollen wir aber nicht ausprobieren. Wir wollen ja... Ah, ist das eine Schlange? Da gehen wir dann mal nicht so dicht dran, auf jeden Fall. Ich glaube, diese roten Pflanzen waren die Tabakpflanzen, oder? Mal schauen. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas eingesammelt? Oder schlage ich einfach nur in der Luft rum? Okay. Ich bin mal sehr vorsichtig hier. Also die... Mein erster Durchgang, beziehungsweise der erste Lauf, den ich gestern ausprobiert habe, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich ziemlich schnell tot war. Deswegen passe ich echt ein bisschen auf, was hier so alles Geräusche von sich gibt im Unterholz. Das müsste hier doch auf jeden Fall eine Pflanze sein. Genau, das Molinierablatt. Bin wieder da, musste der Mieze noch Tabletten geben. Ah, okay. Ja, unsere Mieze habe ich vorhin auch schon ihr Frühstück gegeben. Die ist jetzt Gott sei Dank einigermaßen entspannt. Das ist auch gut so, oder? Ah, okay, da kommt er auch schon angesprungen. Tommy, nicht ins Mikrofon beißen, mein Freund. So, gut. Dann ist ja sehr gut. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall wieder entspannt. Schauen uns hier erstmal ein bisschen weiter um. Kann ich mit der Klinge... Oh, okay. Das können wir einfach so einsammeln. Easy. Ach so, okay. Da würde ich sagen, haben wir unsere erste Proteinquelle schon gefunden. Nice. Stein nehmen wir auch mit. Sehr schön. Was haben wir jetzt noch Neues? Schauen wir uns mal um. Dreck, okay. Effekt erhöht die Chance, Wundinfektionen zu erleiden. Okay, mit dreckigen Händen zu essen kann zum Schlucken von Parasiten führen. Reinige deinen Körper mit Wasser. Alles klar, okay. Hört sich ja sinnvoll an. Das Einzige, was ich jetzt schon gerade merke, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Fuck. Es könnte sein... Okay, das ist auf jeden Fall nicht die Richtung, aus der ich gekommen bin. Oh, da sind auf jeden Fall bunte Frösche. Der ist komplett grün, dann würde ich mal fast behaupten, das ist zumindest noch kein Pfeilgiftfrosch. Das ist aber ein Pfeilgiftfrosch, okay. Gut zu wissen. Was sagt denn unser... Okay, unsere Uhr sagt, ist noch alles relativ easy und entspannt. Der Pfeilgiftfrosch sollte uns mal am besten nicht anspringen. Okay. Ich frage mich gerade tatsächlich jetzt schon nach den ersten paar Minuten wieder, wo ich überhaupt hergekommen bin. Gut, also so viel, so viel dann zu unserer Orientierungslosigkeit im Dschungel. Sehr schön. Ich glaube, es ist aus der Richtung gewesen, oder? Es wird nur fucking schnell dunkel.
Und schon bin ich wieder völlig im Unterholz angekommen. Was haben wir hier für einen Strauch? Hier haben wir auf jeden Fall eine Liane. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Die können wir als Seil denn dann verwenden. Wir haben doch gerade erst Nachmittag, oder? Oh, 18.30 Uhr. Die Zeit geht doch schneller um, als ich mir das zuerst gedacht habe. Wie war das noch mit dem Fackelherstellen? Okay, dazu brauchten wir einen Stock. Guck nochmal nach. Wie war das? Fackel, Stock und Seil. Okay. Oh, eine Maus. Nehmen wir mit. Und dann Stock, Seil. Herstellen. Okay. Das war jetzt ja schon mal nicht so schwer. Und dann, ich habe echt keine Ahnung mehr, wo wir hergekommen sind. Verdammt. Eigentlich wollte ich da in der Nähe von diesem Wasserfall unser Lager aufbauen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo der Wasserfall war, wo wir gelandet sind. Es ist auch verdammt schnell dunkel geworden. Mal schauen, ob ich noch genügend Holz habe. Genau, Handbohrer ist in Ordnung. Da müsste ich doch zumindest unsere Fackel jetzt mal herstellen können, oder? Brauche ich dazu auch noch Zunder? Okay. Ausrüsten. Okay, wir brauchen also noch Zunder. Alles klar, gut. Komme ich jetzt hier wieder raus? So, alles klar. Unsicheres Wasser trinken ist nicht so wirklich gut. Was haben wir hier noch neu? Okay, den Halter haben wir neu. Okay, da ist wieder so ein Tapir unterwegs. Oh, hier haben wir was gefunden. Das sieht doch aus als... Ah, das war das Stammesdorf, alles klar. War das jetzt das, von dem wir geflüchtet sind? Nee, das sieht ein bisschen anders aus, oder? So, Tagebucheintrag. Untersuche das Stammesdorf. Okay, das kriegen wir hin. Aber es ist natürlich schon ganz schön dunkel. Ich hoffe, wenn wir hier Blätter... Können wir hier Blätter abschlagen? Yes, kleiner Blätterhaufen, okay. Auf jeden Fall sehen wir ja, dass unsere Klingenfertigkeiten hier besser werden. Das ist gut. Das ist gut. Blätter können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Okay, hier ist eine Hängematte. Ah, in der Hängematte können wir auf jeden Fall schon mal pennen. Das finde ich ganz gut. Ist natürlich nur die Frage, sollten wir hier vorweg ein Feuer machen, damit da vielleicht nicht unbedingt direkt Tiere hinkommen. Was haben wir hier? Eine Schale. Hier haben wir noch einen Korb, so wie das aussah. Neuer Tagebucheintrag. Steinring, okay. Verbrannter Rucksack, oh, okay. Nice, da ist ja zumindest schon mal eine Karte drin. Das finde ich immer ganz gut. Die gucken wir uns mal an. Können wir uns die nicht angucken? Muss ich näher ran? Hm? Okay, muss ich erstmal nehmen anscheinend. Okay. Karte anschauen. Okay. Okay, gut. Ranzoomen können wir ein wenig, okay. Also das hier ist auf jeden Fall anscheinend unser Lager. Wo wir jetzt sind zumindest. Ich muss einmal kurz auch frischen Kaffee machen. Bin sofort wieder da. Mach einmal kurz den Pausebildschirm, 2 Minuten. Dann bin ich gleich wieder da.
So, Kaffeemaschine läuft. Und wir können hier auch weiter durch die Gegend laufen. Müssen wir nur gleich einen frischen Becher holen, wenn der Kaffee durchgelaufen ist. Aber da haben wir noch ein paar Minuten Zeit für. Okay, wir sind mitten in der Nacht angekommen. Ich kann mal eben auf die Uhrzeit schauen. 23.48 Uhr, ich würde sagen, damit hätten wir auf jeden Fall den ersten Tag komplett auf eigene Faust durch und hauen uns mal in die Hängematte, damit wir gleich für den zweiten Tag, beziehungsweise den 34. denn dann, laut der Zeitrechnung in dem Spiel frisch und entspannt aufstehen können. Einmal pennen und dann sollte der neue Tag auch anfangen. Acht Stunden Schlaf ist auf jeden Fall ganz okay. Errungenschaft freigeschaltet. Welcome to the Jungle. Also wir sind auf jeden Fall jetzt spätestens angekommen. So richtig. Haben ja schon ein kleines Lager. Das ist ganz cool. Ich glaube, das benutzen wir dann auch erstmal als unser Lager. Da gibt es ja anscheinend schon ein paar Sachen. Hier können wir auf jeden Fall, unser Lagerfeuer machen, wie ich das so sehe. Ich frage mich, warum der Rucksack im Feuer lag mit der Map und den verbrannten Seiten. Hier mal schauen, ob wir da was drauf erkennen können. Gucken. Oh, wow, das gucken wir uns einmal an. Ich glaube, also für das Spiel will ich auch tatsächlich von der Story bisschen was mitbekommen. Deswegen die Texte gucken wir uns echt einmal komplett mit an. Finde ich auf jeden Fall interessant. Für alle religiösen Rituale und Heilungszeremonien des Yabahuaca-Stammes wird ein halluzinogenes Gebräu benötigt, das Ayahuasca genannt wird. In der Quechua hoffe ich mal, dass das sieht. Finde ich gut. Ja, ich glaube, die Story ist hier auch ziemlich cool gemacht, wenn ich das also bis jetzt sehe. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Es enthält Bestandteile der Lianart Banisteriopsis carpi, die Haman-Alkaloide genannt werden. Okay, schon wieder vergessen, wie das hieß. Die Substanzen allein besitzen schon halluzinogene Eigenschaften, doch um die Wirkung des Ayahuasca zu maximieren, werden noch weitere Zutaten benötigt. Eine Liane namens Diplopteris cabrerana, die ähnlich viele Halluzinogene enthält, sowie die Blätter der Pflanze Psychotria viridis, okay? Und mehrere andere Arten, die in Südamerika beheimatet sind. Die Rezepturen sind mannigfaltig und jeder Schamane mischt sein Ayahuasca individuell zusammen. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Effekte der Mixtur oft dramatisch, okay? Egal, welche Spezialzutaten später hinzugefügt werden, die Grundlage des Gebräus ist immer die Banisteriopsis carpi. Diese wird zunächst gereinigt und dann so lange mit Holzschlägeln geklopft, bis nur noch dünne Fasern übrig sind. Die Fasern werden in einen kleinen Wasserkessel gegeben und über offenem Feuer erhitzt. In der Zwischenzeit werden in separaten Behältern Sude der anderen Zutaten vorbereitet. Zum Schluss werden die Flüssigkeiten miteinander vermischt und erneut gekocht, bis das meiste Wasser verdampft ist. Die Zubereitung des Gebräus dauert normalerweise den ganzen Tag und die Zeremonie, bei der es getrunken wird, die gesamte Nacht. Okay, da bin ich mal gespannt, wie die Zeremonie denn dann abläuft. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an, währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Ja, ich glaube, bei so einem Stamm ist es auch echt so, wenn die regelmäßig irgendwelche psychedelischen Erfahrungen haben, dann sind die ja nochmal wieder ganz anders drauf, als wenn sie normal einfach nur im Dschungel leben würden. Viele von denen, die Ayahuasca getrunken haben, berichten von einer völligen Verwandlung. Ja, genau, das meine ich. Und sagen, dass sie das erlangte geheime Wissen nutzen wollen, um zu neuen, besseren Menschen zu werden. Okay, einige wenige Leute reagieren negativ auf das Halluzinogen und leiden unter Albträumen und sogar grauenvollen Visionen. Doch für die meisten bleibt es eine tief religiöse Erfahrung, die sie der Natur näher bringt. Okay. Der Schamane kann die Teilnehmer des Rituals auch in eine Trance versetzen, in der sie Rat und spirituelle Führung von den Geistern ihrer Vorfahren und magischen Wesen einholen können. Manchmal verleiht das Gebräu auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen oder Einblick in das kollektive Gedächtnis des gesamten Stammes oder gar der gesamten Menschheit zu erhalten. Manchen werden dabei Erinnerungen ihres alten Ichs zuteil. Okay, ja, ist ja kein Wunder, dass sie da so ein bisschen
bisschen anders drauf sind, wenn die da krasse psychedelische Erfahrungen machen. Erbrechen und Durchfall sind wichtige Bestandteile der Zeremonie. Sie entstehen durch das Verdauen des Gebräus und sollen den Körper von negativen Energien und Emotionen reinigen und sie buchstäblich aus dem System befördern. Das mag unangenehm wirken, doch sowohl das Erbrechen und als auch der Durchfall haben eine wichtige medizinische Wirkung, okay? Für die Menschen, die im tropischen Dschungel leben. Schließlich helfen sie dabei, den Körper von gefährlichen Parasiten zu befreien, da die Harman-Alkaloide für diese Organismen tödlich sind. Zwar wird Ayahuasca tatsächlich als religiöses Ritual angesehen, doch seine medizinische Wirkung sollte nicht vernachlässigt werden. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Von Ayahuasca habe ich tatsächlich schon mal ein bisschen gehört, von diesen Stämmen, die das halt benutzen, um irgendwelche spirituelle Erfahrungen zu haben. Aber dass es tatsächlich auch einen medizinischen Aspekt mit hat, das habe ich tatsächlich bis jetzt noch gar nicht gehört. Die westliche Medizin weiß, die Wirkung von Ayahuasca ist seit kurzem zu würdigen. Die ersten durchgeführten Studien haben gezeigt, dass es erhebliche positive Auswirkungen auf Patienten hat, die unter schwer behandelbaren Depressionen, Traumata und Ängsten leiden. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei LSD, was dann in den 70ern und 80ern ausprobiert wurde in der Psychiatrie, dass es da halt entspannt wirken soll auf den Geist. Und ich glaube, so ähnlich soll das dann wahrscheinlich auch mit diesem Ayahuasca passieren oder wie die Patienten da behandelt werden. Wirkung des Gebräus auf unser Gedächtnis ist wirklich faszinierend. Patienten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, erleben oft einen Gedächtnisverlust, weil sie traumatische Erinnerungen in ihr Unterbewusstsein verbannen und sie nicht mehr abrufen können. Die Studienteilnehmer, die Ayahuasca eingenommen haben, erzählten nicht nur von wiedererlangten Erinnerungen, sondern auch von Verschwinden der Angst, okay, und der Panikattacken. Vermutlich liegt das daran, dass Ayahuasca die Gehirnbereiche aktiviert, die für das Gedächtnis und emotionale Reaktionen verantwortlich sind. Mhm. Es verbessert die Neuroplastizität des Gehirns und den Vorgang der Neurogenese und löst dopaminerge Neurotransmissionen aus. Wow, habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Diese Prozesse sorgen wiederum dafür, dass Erinnerungen wieder zugänglich werden. Im Falle von Traumata kommt es zusätzlich zu einer Reprogrammierung der emotionalen Reaktion und einer Angstlinderung. Die Erinnerung selbst bleibt intakt. Es werden lediglich die damit verbundenen negativen Emotionen beseitigt. Es stimmt, dass den Yabahuaca, die Ayahuasca regelmäßig trinken, soziale Interaktionen leichter fallen. Oh, okay. Im Allgemeinen sind sie außerordentlich gefasst und zufrieden. Zudem haben sie ein ausgezeichnetes Gedächtnis und sind in der Lage, sich gut zu konzentrieren. Hört sich ja jetzt eigentlich so an, als ob der Stamm wirklich sehr positiv auch gegenüber Fremden gestimmt ist. Zufrieden und außerordentlich gefasst ist ja auf jeden Fall eine Basis, dass man mit denen easy und entspannt sprechen kann. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlimm, den Stamm, zumindest bis jetzt. Mal schauen, wie die sich denn danach in der Realität geben. So, was haben wir denn hier Neues? Wo ist Mia? Das hatten wir ja eben. Fakten. Das ist der 33. Tag. Keine Vorräte. Mia antwortet nicht. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Keine Anzeichen von Eingeborenen oder Mia. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Okay. Das müsste 46 West, 26 Süd, das sind wahrscheinlich ja die Koordinaten, die wir auch auf unserer Uhr abrufen können. Das ist doch schon mal zumindest ein Anhaltspunkt, wie wir auf jeden Fall das Camp hier wiederfinden. Das finde ich ganz gut. Aus den Notizen, Ayahuasca hilft Patienten mit Gedächtnisverlust beim Beisein eines Schamanen. Scheiße, ist das sicher. Habe ich das schon einmal gemacht? Gibt es. Ach so, er ist ja da geflüchtet. Er ist ja da geflüchtet aus dem Lager in der kurzen Cutscene, ob er da vorher dieses Ayahuasca genommen hat. Schritt 1, entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Schritt 2, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen, okay. 3, sammle die Zutaten, wirf sie, Blätter und rote Früchte des Buschs. Schritt 4, bring alles zum Kochen und trinke aus einer zeremoniellen Schüssel. Also das heißt, das ist tatsächlich eine unserer Aufgaben, jetzt so ein Ayahuasca Drink herzustellen und uns da dann vielleicht zu erinnern, was passiert ist in der Cutscene. Okay, ist auf jeden Fall schon mal eine Mission, wo wir sagen können, da haben wir was zu tun, außer am Leben zu bleiben und Mia zu finden.
Überprüfe den Ort Lambda 2, stelle Ayahuasca her und trinke es, um deine Erinnerung wiederherzustellen. Alles klar, okay. Gut, da haben wir auf jeden Fall eine Aufgabe und wissen, was wir als nächstes machen sollen. Wie gesagt, außer zu überleben. Ein Steinring können wir bauen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wofür der nachher gut sein soll. Ob damit wir unser Feuer machen können und darauf dann den Kessel aufsetzen. Wahrscheinlich in die Richtung, oder? Aber wir im Hintergrund meckern wir schon die ganze Zeit rum, dass wir was zu trinken brauchen, glaube ich. Ne? Gucken wir auf die Uhr. 12.50 Uhr, Mittagszeit ist ganz cool. Oha, und wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wobei wir brauchen, im Grunde genommen brauchen wir ja alles. Kohlenhydrate und Wasser am meisten. Fett und Proteine gehen noch so. Aber wir schauen uns einmal um. War da noch irgendwas? Achso, okay. Das sind die Seiten, die wir gelesen haben. Die Kohle nehmen wir mal auf. Da können wir noch nichts weiter mit anstellen. Hier ist auf jeden Fall mal was festgemacht. Das sieht doch aus wie ein... Ja, was ist das für ein Skelett? Auf jeden Fall größer als ein Mensch. Allerdings mit einem Schwanz. Ist das so ein Tapir gewesen? Irgendwann mal? Könnte ich mir vorstellen. Und Affenköpfe haben wir, oder sind das... Genau, Schrumpfköpfe von Affen, würde ich mal sagen. Ja, Köpfe sind es auf jeden Fall, aber ich würde sagen, es sind zumindest noch keine Menschenköpfe. Das macht das Ganze... Oder? Nee, es sind Affenköpfe. Würde ich jetzt mal so zumindest sagen. Macht das Ganze zumindest noch einigermaßen entspannt. Solange noch keine Menschenköpfe auf irgendwelchen Pfeilern aufgespießt hier hängen, mache ich mir noch nicht so die allergrößten Sorgen zumindest. Verdammt, wieso kriegen wir den gar nicht klein mit unserem... kriegen wir nicht klein mit unserem Messer. Aber den können wir zumindest mal Richtung Lagerfeuer legen. Ach, hier liegen noch mehrere Stöcke. Oder was haben wir hier noch liegen? Ein Holzscheit haben wir, okay. Und ich glaube, wir müssen, glaube ich, noch eine Liane einsammeln, damit wir uns mal ein Beil bauen können. Beziehungsweise sowas wie eine Axt. Ich glaube, Steine haben wir noch. Und Stöcke brauchen wir, oder? Der ist ja in der normalen Größe. Hier liegt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge rum. Das finde ich nicht schlecht. Da fällt das mit dem Suchen auf jeden Fall jetzt für den Anfang schon ein bisschen einfacher. Was haben wir hier noch? Ach, okay, das ist so ein Stocklager, ne? Oder was haben wir hier? Zumindest können wir da irgendwas dranhängen. Okay, wir sind durstig. Okay. Pilze nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Bei den Krabben passen wir mal lieber auf, beziehungsweise die passen schon auf, dass sie nicht von uns geschnappt werden. Machen schnell die Biege. Okay, hier haben wir eine ganze Menge Pflanzen auf jeden Fall. Und in unserem Notizbuch ist auch irgendwas Neues drin. Eine Steinaxt müssten wir ja gleich herstellen können. Tabak, okay. Unbekannter Pilz. Okay, da steht noch nichts dabei. Ich glaube, bei dem Game muss man echt super viel... Moin Sachsen zockt, herzlich willkommen. Gut geschlafen und ausgepennt. Heute sind wir im Dschungel unterwegs. So, ich glaube, hier in dem Game muss man echt eine ganze Menge ausprobieren und ziemlich häufig sterben, damit man überhaupt weiß, wie die ganzen einzelnen Sachen mehr wirken. Ah, okay, hier ist auf jeden Fall... Schon einmal die zeremonielle Schüssel, in der wir unsere, ja, wie versprochen, von TikTok vorbeigeschaut. Sehr cool, freut mich, dass du mit dabei bist. Sehr schön, sehr schön. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Schüssel, in der wir dieses Ayahuasca herstellen können sollen oder wie auch immer. Und das ist ja, okay, das ist direkt neben unserem Lager. Ich muss hier echt ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht gleich wieder verlaufe. Also dadurch, dass hier ja echt alles doch sehr ähnlich grün aussieht, ist das gar nicht so einfach im Auge zu behalten, in welche Richtung wir uns begeben. Was ich allerdings einsammeln werde, gerade am Anfang. Ah, okay, hier sind auf jeden Fall ziemlich viele von diesen Bananenblättern. Mal gucken, wie viele wir tragen können davon. Da können wir uns auf jeden Fall erst unsere erste Hütte draus bauen. Ich glaube...
Okay, so langsam kriegen wir auf jeden Fall echt anscheinend eine Menge Durst. Das ist natürlich nur die Frage, die. Das ist natürlich nur die Frage, die. Wie kriegen wir am besten irgendwas entspannt zu trinken? Ich glaube, im Gepäck haben wir da noch nicht so viel. Also bis jetzt finde ich es auf jeden Fall ziemlich cool. Sieht ziemlich nice aus. Und die wir herstellen können, machen alle einen ziemlich realen Eindruck. Und auch so das Überleben scheint ziemlich realistisch zu sein. Hey, vielen Dank für dein verschenktes Sub. Okay, das Einzige, was wir jetzt tatsächlich brauchen, ist irgendwie möglichst schnell irgendwas zu trinken. Ich glaube, wenn wir jetzt an diese... Ah, okay, und viel laufen sollten wir vielleicht auch nicht, sonst verlieren wir noch mehr von unserer Kondition. Wo zur Hölle finden wir jetzt am besten was zu trinken? Ich glaube, der Fluss hier sieht echt verhältnismäßig unsauber aus. Unsicher steht schon mit dabei, dann kann das auf jeden Fall nicht gut sein. Was auch nice aussieht, ist hier, wie das Licht sich in den Bäumen bricht, beziehungsweise wie es hier durchgeht. Was haben wir denn hier? Noch einen unbekannten Pilz, okay. Kleiner Stock. Wie sieht's denn überhaupt? Oh fuck, ich glaube, wir brauchen irgendwas, was wir trinken können. Aber sollen wir das unsichere Wasser trinken? Das müssen wir wahrscheinlich, ne? Optisch schon sehr schön. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Und was ich bis jetzt ziemlich cool finde, sind halt diese Sachen, dass du halt deine verschiedenen Nährstoffe hast, die du dir zuführen musst. Dass das doch schon ziemlich realistisch ist. Eine Apfelschnecke, ja moin. Ich sammle einfach erstmal alles ein. Okay, ich werde es mal riskieren und das Wasser trinken. Es scheint auf jeden Fall. Kannst du es nicht abkochen? Doch, abkochen müsste ich es ja anscheinend können. Und die Frage ist nur, wie ich es transportiere. Ich habe da, glaube ich, nicht wirklich was für, oder? Lass mal schauen. Wir haben ja alle möglichen. Oh, Geist. Oh, schön. Oh, das Fleisch ist mittlerweile auch verdorben. Oh, shit. Ja, ich glaube, wir essen mal eine Banane, bevor die auch gleich schlecht wird. Okay, die gibt uns auf jeden Fall schon mal Kohlenhydrate. Mit einer Kokosnuss, okay. Oh, nice. Vielen Dank fürs Hosten, Sachsen zockt. Sehr schön, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, Kokosnuss ist eine gute Idee. Die müsste ja irgendwo, müssten ja Kokosnüsse unter den Palmen, die hier sind, liegen, oder? Natürlich nicht unbedingt im Wasser. Und hier haben wir noch Pilze. Unbekannter Pilz. Okay. Kein Stress. Nice. Ganz, ganz entspannt. Ich habe die Befürchtung nur. Oh, den Kollegen schmeißen wir mal weg. Haben wir hier auch irgendwas? Ja, es sind echt, zumindest im Verhältnis zu dem, was ich sonst mal so gesehen habe an Survival-Spielen, sind hier wirklich sehr viele körperliche Sachen, auf die man achten muss. Rüstung haben wir ja noch gar nicht. Okay. Wieso wird unten unsere Lupe angezeigt? Müssen wir jetzt doch noch irgendwo drauf achten? Ah, das sind noch mehr Igel. Oh shit, die Kollegen habe ich noch nicht gesehen eben. Ich dachte, das wäre nur einer. So, weg mit dir. Und dann haben wir hier noch einen. Okay. Gut, das sollten sie aber gewesen sein. Ja, genau, jetzt ist auf jeden Fall die Lupe hier weg. Also Spielmechanik muss ich. Schon mal Scum. Nee, Scum habe ich noch nicht gespielt. Scum war aber auch eins von den Survival Games, die ich mir mit angeguckt habe, die ich so als nächstes mal zocken wollte.
Eigentlich ging es los, dass ich mit meiner Freundin Grounded ein paar Runden gespielt habe. Über Xbox und PC. Und da habe ich überlegt, cool, Survival-Games machen ja echt Spaß. Und habe mir überlegt, welches ich denn mal spielen will. Und da war Scum. Was hatten wir denn noch? Scum, The Forest. Halbes Medizinstudio. Okay, dann ist vielleicht Green Hell für den Anfang doch nicht so schlecht. Ist zwar auch schon ziemlich viel, finde ich, so zumindest für den Anfang, was man beachten muss, aber es geht noch. Es wird auf jeden Fall ziemlich viel erklärt. Reinige deinen Körper mit Wasser, okay. Das hatten wir ja schon. Und die Egel vom Körper entfernen. Das ist ja selbsterklärend und auch ziemlich easy. Stört verschlechtert Geisteszustand, okay. Unbekannter Pilz. Einen grünen Pilz haben wir jetzt auch gefunden. Mehrere unbekannte Pilze haben wir jetzt. Okay. Muss sogar auf Vitamine und so weiter. Ah, okay. Ich finde es hier schon relativ umfangreich, dass wir hier Kohlenhydrate, Fette und Proteine haben. Aber verschiedene Vitamine und so weiter ist ja nochmal eine Nummer heftiger. Genau, was hatte ich noch zur Auswahl? Also Green Hell hatte ich zur Auswahl, was ich so gesehen habe an Survival Games. Dann halt The Forest, logischerweise. Das ist ja mit so, ich glaube, das ist mit so das Bekannteste, oder? DayZ. Ich wollte jetzt nicht unbedingt was mit Zombies spielen. Deswegen hatte ich das nicht genommen. Scheint in Trend zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Meine Freundin spielt auch echt Survival Games schon ziemlich lange. Ich konnte bisher noch nicht so wirklich was abgewinnen, aber so langsam finde ich mich da auch rein, glaube ich. Allerdings ist es echt ziemlich viel, was wir hier am Anfang schon beachten müssen. Wir sollen ja als erstes für unser Ayahuasca-Experiment beziehungsweise für unser erstes Ayahuasca-Ritual Sachen sammeln. Und die Tage gehen echt schneller vorbei, als ich gedacht habe. Jetzt ist auch schon wieder... Uhr haben wir 18.30 Uhr und es ist hier schon echt fast wieder stockfinster. Das heißt, so viel können wir im Dunkeln ja gar nicht so anstellen. Und trotzdem sind unsere Sachen gleich alle verdorben. Glaub, da essen wir lieber mal... Ach nee, wir müssen uns ja eigentlich reinigen mit Wasser, bevor wir was essen, oder? Aber so eine Banane kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Ich glaube, die Blätter trocknen mit der Zeit, ne? Das heißt, genau, das sind jetzt trockene Blätter und die, was haben wir hier noch? Kohle, okay. Mit trockenen Blättern sollten wir auf jeden Fall Zunder haben, mit dem wir unsere Fackel anzünden können. Was haben wir hier noch Neues? Unseren Handbohrer, ja, okay, gut. Noch irgendwas? Nee. Handbohrer und unser... unser Walkie-Talkie. Seile haben wir einige. Stöcker haben wir auch einige. Theoretisch wäre ja ganz gut, wenn wir mal ein kleines Feuer machen. Dann wird es hier zumindest einigermaßen hell. Wo haben wir Feuer? Großes Bammer. Kleines Feuer. Boah. Wäre das nicht sinnvoll, das hier reinzustellen? Oder können wir das... Das können wir nur daneben hinstellen, oder? Stellen wir es mal hier hin. Okay, dazu fehlen uns dann jetzt auch schon wieder einige Sachen. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal pennen. Im Dunkeln. Obwohl, hier ist ja noch ein... Hier können wir auf jeden Fall noch einen Baum... Okay, ich würde sagen, seine geistige Gesundheit lässt auf jeden Fall so langsam aber sicher nach. Wie sieht's denn? Okay, wir sind ja eigentlich noch nicht ganz so völlig durch. Aber wir legen uns erstmal pennen. Ich glaube, Dann sehen wir zumindest am nächsten Tag auf jeden Fall ein bisschen mehr, wo wir welche Sachen sammeln können. Und wir haben wieder Energie. Okay, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Unten links die Energie, die wir ja brauchen.
Steinen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Steine. Da können wir dann doch mit einem Stein und einem Stock und einem Seil. Oder brauchen wir dazu einen kleinen Stock? Okay, dazu brauchen wir wohl einen kleinen Stock. Alles klar. Mal schauen, wie es aussieht. Oha, wir müssen gleich wieder Wasser trinken. Ja, gut. Wann wird's denn hell? 5 Uhr haben wir jetzt. Gut. Dann müssen wir doch erstmal wieder unsere schicke Steinklinge bauen. Okay, das ist unsere Zeremonieschale. Jetzt wird es langsam zumindest hell. Hier können wir auf jeden Fall den Baum jetzt mit unserer Steinklinge fällen. Bisschen mühselig. Okay, Baum fällt. Okay, ach verdammt, einen langen Stock wollte ich doch gar nicht aufheben. Ich wollte doch einen kleinen Stock aufheben, damit wir uns damit... Okay, also mit der Steinklinge brauchen wir auf jeden Fall 300 Jahre, um so einen Stock zu zerlegen, merke ich gerade. Na, da haben wir doch einen kleinen Stock. So, aber jetzt können wir uns doch bestimmt... mit dem kleinen Stock... Und einem Seil. Und einem Stein. Wieso können wir uns daraus denn nicht... Gerade erst deinen YouTube-Link gesehen. Ja, da werde ich auf jeden Fall zumindest die Streams, die ich hier bei Twitch habe, hochladen, damit die dann auch wirklich auf Dauer gespeichert sind. Werde die auch erstmal noch nicht cutten, sondern einfach erstmal ungeschnitten hochladen, vielleicht später nochmal schneiden. Ja, abonniere gerne, würde mich sehr freuen, auf jeden Fall, wenn du da auch mit bei bist. Warum zur Hölle können wir denn hier keine Steinaxt bauen? Stock und Stein. Ach, wir brauchen nur einen Stock und einen Stein? Ich dachte, dafür brauchen wir noch ein Seil. Dann ist das ja noch viel einfacher. Ach, darauf, dass du das erst nach 24 Stunden machst. Ist schon raus. Ja, cool. Nach 24 Stunden, okay. Wegen Exklusivität oder... Jetzt können wir ja schon eine Steinaxt bauen. War ja doch viel einfacher als gedacht. Dann können wir ja jetzt... Okay, der Tapir ist auf jeden Fall schnell wieder weg. Gut. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon eine Hightech-Steinaxt hier. Verdammt, und wir haben immer noch nicht geschafft, eine Kokosnuss zu finden und müssen uns wieder mit dem Wasser hier über Wasser halten. Nee, Twitch hat, glaube ich, ab dem Start des Affiliate 24 Stunden recht. Ah, okay. Gut zu wissen, danke dir. Dann werde ich damit auf jeden Fall noch was warten. In Zukunft. Ich glaube, als ich noch keinen Affiliate-Status hatte, ging es immer recht schnell mit dem Hochladen. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall die 24 Stunden erstmal abwarten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder unsere Getränke oder unser Wasserstatus voll. Das heißt, als nächstes müssen wir uns um Proteine und um Fette kümmern. Dafür brauchen wir wahrscheinlich ein Lagerfeuer, um da einen kleinen Tapir oder was auch immer drauf zu braten. Was ich nicht genau weiß, ist, was wir hier für einen Unterstand haben. Ist der für Holz oder... Ich glaube, da können wir Fleisch drauflegen, oder?
Den hast du ja jetzt erst gerne auch nochmal nachlesen. Bin mir gerade nicht sicher. Ah, okay. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Genau. So. Genau. Ist das hier zum Fleisch trocknen? Das wäre ganz gut zu wissen. Aber hier mit der Holzaxt, mit der Holzaxt, mit der Steinaxt müssen wir doch auch ein. Nee, dafür. Ach, okay, dafür brauchen wir dann wieder die Steinklinge. Alles klar. Banane nehmen wir mal mit. Und die essen wir auch gleich. Dann haben wir zumindest unsere Kohlenhydratzufuhr schon einmal wieder auf Vordermann gebracht. Das verdorbene Fleisch können wir ja sicherlich entsorgen, oder? Denke ich doch mal. Ja, das lassen wir mal da liegen. Mal gucken, vielleicht sind ja Raubtiere da, die wir dann mit unserer Steinaxt töten können. Aber ich glaube, da kommen wir nicht allzu weit mit. Was ist denn das? Ja, okay, jetzt sind unsere Kohlenhydrate sind wieder voll. Jetzt müssen wir tatsächlich mal schauen, wie wir an Fett und Proteine kommen. Hier sind doch eigentlich überall Palmen, oder nicht? Da müssten doch auch verdammt noch mal, können wir die zerhacken, die Pflanze? Ah, okay. Unbekannte Kräuter. Okay, ich dachte schon, das wären irgendwelche Raubtiere, aber das sind ja nur die Tapir-Kollegen. Hier sind auch noch Pflanzen. Aber leider keine Kokosnüsse. Sind das nicht alles Palmen, die hier stehen? Da müssten doch eigentlich Kokosnüsse dran wachsen, oder? Was haben wir jetzt hier Neues? Ach so, die Blätter wahrscheinlich, die wir gerade. Genau, das sind die unbekannten Kräuter. Alles klar. Okay. Will mich jetzt auch nicht viel zu weit vom Lager entfernen. Wir haben zwar jetzt ja die Koordinaten in unserem Tagebuch, aber trotzdem müssen wir ja nicht unbedingt wieder auf die wilde Suche gehen, wenn wir nachher Hunger und Durst haben und gar nichts in der Nähe, was wir kennen. Oh, ein Papagei. Okay. Was liegt denn der so faul darum? Hier haben wir noch einen Pilz. Okay. Stock. Larven müssten wir doch eigentlich sogar roh essen können, oder? Und da müssten wir doch eigentlich auch einen coolen Proteinschub von bekommen. Probieren wir einfach mal aus. Was soll schon schief gehen? No, bad idea. Ja, okay, gut. Keine gute Idee. Ja, okay. Naja, hätte ja funktionieren können. Aber eigentlich unsere Proteine müssten auch jetzt, naja, gut, mehr geworden sein. Larven essen geil, das schmeckt. Ja, dachte ich so. Eigentlich hätte das doch klappen können. Naja. Okay, zumindest haben wir jetzt schon mal etwas hergestellt, um Feuer zu machen. Haben aber immer noch keine Kokosnüsse gefunden, verdammt. Hier sind natürlich auch keine Palmen in der Nähe. Noch mehr Bananen, okay. Bananen sind natürlich auch gut. Aber die bringen uns natürlich keine, beziehungsweise nicht viel Proteine und Fette. Da müssten wir schon so einen alten Tapir auf den Grill werfen, glaube ich. Oder halt so eine Larve braten, könnte auch funktionieren. Was haben wir hier noch für eine Pflanze? Schauen wir mal.
Psychotria. Okay, das ist doch schon mal bestimmt eine von den Pflanzen gewesen, die wir für unser Ritual brauchen, oder? Ja, genau, eine der Zutaten für Ayahuasca, alles klar. Sollten wir nicht so futtern, wenn wir eine Lebensmittelvergiftung dadurch kriegen, ist nicht so geil, glaube ich. Blätter sammeln wir auf jeden Fall erstmal hier. Da liegen ja schon einige. Und dann gucken wir mal, dass wir das... War das eine Schlange? Oder waren das einfach nur die Blätter? Okay. Knochenmesser. Oh! Das lag hier einfach so rum und ich habe es noch nicht gesehen. Alles klar. Liegt hier noch mehr rum, was ich noch nicht gesehen habe? Hier liegen noch mehr Bananenblätter. Ist da noch was drunter? Ein Holzscheit. Okay. Die Leguane sind hier auch auf jeden Fall alle am Start. Und ich glaube, ich... Okay, er hat schon wieder Durst. Na gut. Was haben wir denn noch Neues hier? Das Knochenmesser, alles klar. Knochen und Seil. Ich müsste doch theoretisch aus unserem... Ach so, wir haben jetzt erstmal alles soweit hier. Ich müsste doch theoretisch, aber eigentlich aus unserem Stock und Seil müsste ich doch eigentlich auch sowas wie einen Bogen basteln können. Wir haben erstmal Durst. Wir dienen uns hier erst nochmal am unsicheren Wasser. Zumindest Hydratation. Oder ein Speer. Ah, ja, stimmt. Ein Speer müsste ja auch gehen, ne? Guck mal, was. Wenn wir einen okay, gut, wenn wir einen Stock nehmen und ein Seil, können wir eine Fackel herstellen. Aber eine Fackel wollen wir gar nicht herstellen. Wir wollen ja was herstellen, mit dem wir kämpfen können, beziehungsweise mit dem wir Tiere killen können. Habe ich gar keine Steine mehr? Nee, anscheinend nicht. Okay. Was ich mal ausprobieren werde als nächstes, ist hier mal ein Feuer zu machen. Achso, wir haben hier gar keine. Doch, haben wir hier. Benutzen. So. Trockene Blätter haben wir. Und... mit der Steinklinge. So, ich muss los. Ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder reinschaust. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Feuer. Da müssten wir doch eigentlich irgendwas von unseren Viechern sammeln. Okay. Von unseren Viechern draufhauen können. Ah, Pfeile können wir mit den Federn machen von dem Papagei. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Was können wir mit der Maus machen? Erstmal einen schönen Samstag für dich, Sachsen zockt. Unbekannte Blume, okay. Entspannt bei dir, bis dann. Ja, freut mich auf jeden Fall. Das freut mich auf jeden Fall. Gerne halt beim nächsten Mal wieder reinschauen. Ich werde das jetzt so ein bisschen mischen mit Dead by Daylight und Hunt und Green Hell, je nachdem, worauf ich gerade so Bock habe. Also wie gesagt, schau gerne beim nächsten Mal wieder rein. Mal gucken, ob wir die Maden oder die Larven vielmehr aufs Feuer schmeißen können. Ja, können wir. Cool. Schmeißen wir gleich mehrere drauf. Das Feuer ist schon wieder aus, weil es geregnet hat? Okay. Gut. So muss das immer das zacken, worauf man Lust hat. Ja, genau, das sehe ich. Das sehe ich ähnlich. Du bist schwächer, okay. Ich würde ganz gerne, bevor ich komplett schwach bin, noch was futtern, verdammt. Okay, zumindest haben wir jetzt Blätter, aber die sind natürlich noch nicht getrocknet. Können wir noch... Ah, wir haben noch trockene Blätter. Okay, das ist ja zumindest schon mal nicht schlecht. Dann machen wir noch mal ein Feuer und
gucken, dass wir unsere Larven einmal zumindest knusprig goldenbraun bekommen. Okay. Warum zur Hölle hat er jetzt kein Feuer gemacht? Ist das auch alles nass oder woran liegt das? Okay, ich würde sagen, wir haben zu wenig Energie, um neues Feuer zu machen, oder woran liegt's? Gucken, was fehlt uns? Ja, uns fehlen auf jeden Fall Proteine, würde ich mal sagen. Und wir haben irgendwas, was wir angucken sollen an unserem Körper, untersuchen. Haben wir wieder irgendwo Egel, die ich noch nicht gesehen habe? Sieht doch bis jetzt eigentlich gar nicht so ganz... Ah, da ist einer von den Kollegen. Den schmeißen wir mal weg. Andere Seite. Andere Seite sieht gut aus. Na, da sieht es ja auch nicht schlecht aus. Okay. Unsere Energie ist auf jeden Fall lower als low. Da hauen wir uns erstmal in die Hängematte. Okay, das heißt, wenn wir echt keine Energie haben, dann kriegen wir es nicht mal gebacken, Feuer herzustellen. Oha. Gut. Aber jetzt, mitten in der Nacht, sind wir auf jeden Fall wieder topfit. Kenne ich irgendwie aus dem richtigen Leben. Verdammt. Aber theoretisch, jetzt haben wir hier unsere Maden. Die werden ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Die sahen so aus, als wenn die zumindest noch gelebt hätten. Von daher... Ah... Feuer, geiler Biorhythmus, auf jeden Fall. 20 Uhr aufstehen ist auf jeden Fall die richtige Zeit. Guck mal, jetzt werden unsere Maden hier auch knusprig gebraten. Sehr schön. Die hauen wir uns doch dann gleich rein. Ich nehme die erstmal, die gekochten Larven, und dann gucke ich einmal kurz, wie lange die halten. Die müssten jetzt hier eigentlich erheblich länger halten, oder? Da oben haben wir sie. Nee. Larve gekocht. Okay, die hat auf jeden Fall anscheinend dann... keinen... Proteine 5. Aber es ist auch nicht viel. Da müssen uns ja noch eine von reinkloppen. Okay. Können wir so eine Schnecke auch braten? Können wir, dauert aber ganz schön lange. Mal schauen, ob die schmecken. Mausfleisch schauen wir auch gleich drauf. Ich glaube, wir machen so eine kleine Fressparty am... Eine kleine Fressparty am Feuer hier. Gucken, was unsere Uhr sagt. Oh, unsere Uhr sagt auch, wir sollen auf jeden Fall ordentlich futtern. Und der Pilz ist auch schon verdorben. Die halten ja echt nicht allzu lange, die Sachen hier, muss ich mal ehrlich sagen. Den Ara hauen wir auch noch. Ach nee, wir haben nur zwei Stellen, die wir auf dem Feuer benutzen können. Okay. So, aber ich habe hier auch einen Proteindrink, damit meine Proteine nicht zu schnell hinweg sind. Mm. Mm. Okay. Das ist jetzt verhältnismäßig ungünstig, dass es anfängt zu regnen. Macht das Sinn? Macht das Sinn, über dem Feuer so eine Hütte zu bauen? Alter Bananenblätter, was haben wir jetzt? Ach, den haben wir gerade eben bekommen. Was macht Sinn? Über dem Feuer so einen kleinen Rahmen zu bauen und den dann nachher mit einem Dach zu versehen, dass das Feuer nicht ausgehen kann? Ja, oder? Kriege ich den über das Feuer gestellt? Nö. Doch. So, oder? Vier Holzscheite brauchen wir. Steht er dann nachher? Ah, der,
Doch, der steht auf jeden Fall über dem Feuer, wenn wir das haben. Hier müsste doch irgendwo noch Holz gelegen haben. Oder habe ich das schon komplett verbraucht? Na gut, wir werden gleich mal etwas hacken. Kriege ich mit unserer Mini-Axt schon so einen Baum gefällt? Oder ist der zu groß? Der ist wahrscheinlich zu groß. Ne? Ah, okay, das lassen wir. Nehmen wir mal einen dünneren. Der sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da passiert zumindest ein bisschen was. Baumfeld. Wie viel Holzscheide kriegen wir getragen? Nicht so viele, okay. Okay, wenn wir was Großes in der Hand haben, wie diese Holzscheide, können wir auf jeden Fall nichts mehr aufsammeln. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, dann gucken wir mal weiter. Jetzt hat es auf jeden Fall aufgehört zu regnen. Ich muss ja auf jeden Fall auf die Schnelle hier nochmal wieder ein Feuer anwerfen. Sonst werden unsere Schnecken und unser Ara-Fleisch schlecht. Beziehungsweise unsere Schnecke und unser Mausfleisch. Das Ara-Fleisch haben wir ja noch gar nicht verköstigt. Beziehungsweise noch gar nicht auf den Grill geworfen. Und wir müssen schon wieder was trinken. Oha. Dann nehmen wir doch mal wieder das Wasser und danach gucken wir gleich, ob wir irgendwelche Egel mit angeschleppt haben. Sind auf jeden Fall echt die ersten paar Tage nicht wirklich gesund, die wir hier verbringen. Ach ja, einmal schauen. Haben wir irgendwo Egel mit angeschleppt aus dem Wasser? Sieht noch ganz gut aus. Wie sehen unsere Beine aus? Sieht auch gut aus. Okay, ah, da haben wir einen. Weg mit dir, Kollege. Auf der anderen Seite. Nee, okay, alles klar. Sehr schön. So, Mausfleisch gekocht. Nice. Und die Schnecke gekocht. Da können, und als wenn das Feuer hier schon brennt, würde ich sagen, wir ballern auch gleich den Vogelkollegen. Wo ist er denn? Ist der weg? Ara-Fleisch. Oh, das ist doch das hier. Genau, das kochen wir uns einmal. Das Mäusefleisch hauen wir uns gleich rein. Das gibt ein paar Vitamine und gibt Energie. Okay. Und die gebratene Schnecke, wie schmeckt die? Geistige Gesundheit plus 5. 3 Proteine, 1 Energie. Wir müssen ganz schön viel... Oh shit, und das regnet schon wieder. Damit dürfte unser Feuer gleich auf jeden Fall durch sein. Ich hoffe, unser Papageienfleisch ist gar, bevor das Feuer ausgeht. Na, okay. Zu viel gehofft. Aber wir haben wieder ein bisschen... Oh shit. Fett haben wir jetzt verdammt wenig. Was haben wir Neues bekommen? Ah, Halter für diese ganzen Geschichten. Alles klar, okay. Na, wir hauen uns erstmal hin und hoffen, dass das Ara-Fleisch bis dahin nicht vergammelt ist, bis wir wieder wach sind. Da ist die Hängematte. Füße hoch! Kann man da nicht was nachlegen, damit das Feuer länger brennt? Gute Idee, leider zu spät. Jetzt wird's weg. Ja, aber das Feuer hätte ja gebrannt, aber dadurch, dass es geregnet hat, ist es ausgegangen. Das war noch nicht mal fertig. Das ist tatsächlich ausgegangen, weil es geregnet hat. Obwohl, du hast schon recht, es war die Zeit von dem Feuer war fast durch. Da müsste ich auch mal schauen, wie wir das machen.
wie wir das machen, dass das Feuer, dass wir das länger beim Brennen, am Brennen halten. Jetzt schmeiße ich es auf jeden Fall nochmal an, damit unser Ara auch gar wird. Trockene Blätter haben wir noch, muss ich auch gleich wieder sammeln. Blätter. Okay. Stimmt, hier ist auf jeden Fall vom Feuer auch nicht mehr allzu viel da. Ich schau mal eben. Aber hier ist auch nichts. Oder kann ich da einfach so ein Stück Holz draufschmeißen? Mal gucken. Okay. Nee, das bringt nichts. Gucken, ob wir einen kleinen Stock nehmen. Ah! Na, ah, okay, wir müssen die Sachen da oben hinlegen. Wir haben einen großen Stock da. Ah! Sehr cool. Aber es sieht nicht so aus, als wenn es irgendwie länger brennen würde. Oder muss ich da so viel mehr drauflegen? Ist gleich aus. Hä? Oder mache ich da irgendwas falsch? Ich meine, das Fleisch ist jetzt Gott sei Dank gut. Das ballern wir uns mal rein. Das ist auch nicht schlecht. Aber das Feuer ist jetzt aus und es hat nichts gebracht, dass ich da Stöcke raufgelegt habe. Das ist jetzt gleich fertig, oder? Beziehungsweise... Oder müssen wir noch einmal ganz so viel drauflegen, dass es komplett... Na okay, das war ein bisschen daneben. Dass wieder komplett 6 große und 8 kleine Stöcke drauf liegen. Oder brennt es jetzt einfach so weiter? Scheint einfach so weiter zu brennen. Wir nehmen mal das leckere Ara-Fleisch, kann ja nicht schaden. Gibt uns auf jeden Fall 12 Proteine und 10 Energie. Obwohl, wenn nichts drauf liegt, könnten wir das Feuer ja im Grunde genommen auch ausmachen. Aber okay. Langer Stock und ein Feuerbrett. Okay, können wir den langen Stock hier auch irgendwie verbauen? Der ist, glaube ich, für das obere Teil, oder? Nee, da brauchen wir... Ah, doch. Wir brauchen echt diese Holzscheite dafür. Und die sind nur bei größeren Stöcken, glaube ich, da. Ne? Mal sehen. Shit! Seriously? Okay. Haben wir noch Steine? Ich glaube, wir haben gar keine Steine mehr, oder? Doch, Steine haben wir, okay. So, das heißt, wir brauchen einen Stock und einen Stein. Zack, nächste Steinaxt. Sehr schön. Dann kann es weitergehen. Welcher war das? Das war der hier, glaube ich. Ja, genau, den hatten wir schon angeschlagen. Okay, 2 Holzscheite, damit haben wir ja zumindest schon mal die Eckpfeiler fertig. Und dann brauchen wir oben noch 4 lange Stöcke, alles klar. Sehr schön. Da lag doch auch noch ein langer Stock, oder? Ja, hier liegen noch welche. Davon eigentlich auch mehrere tragen. Mal schauen. Yes. Okay. Kann nur nicht, wenn ich lange Stöcke trage, denn dann kleinere mit aufsammeln. Das ist doch auch gut zu wissen. Okay, einer fehlt noch. Hier liegt er. Ja, genau. Ich glaube, mit den Bananenblättern kann ich ein Dach drauf bauen. Und dann ist unser Feuer zumindest auch trocken, wenn ich das richtig gesehen habe. Beziehungsweise bleibt trocken, wenn es denn dann anfängt zu regnen. Aber wir brauchen erstmal Seile. Okay. Nice, Rahmen hergestellt. Und dann ballern wir doch da mal... Aber das Feuer bleibt jetzt doch länger an. Also es hat ja doch funktioniert.
Okay. Hat zumindest bis gerade eben doch noch funktioniert. Aber es hat, man muss ja auch fairerweise sagen, es hat gerade angefangen zu regnen. Sonst wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen länger geblieben. Wir bauen da mal ein Dach drauf. Ich glaube, Bananendach wäre ja tatsächlich das, was wir hier draufsetzen müssen. Genau, zack. Okay. Herstellen. Schnell die Bananenblätter gesammelt. Oh. 16 Stück ist natürlich auch gar nicht so wenig. Haben wir jetzt das runtergeschmissen? Nee, haben wir nicht. Okay. Aber dafür liegen ja hier auch Gott sei Dank ein paar Bananenblätter rum. Das macht das ein bisschen einfacher. Und wir können ein paar mehr tragen davon. Das ist auch ganz gut. Das ist ja auf jeden Fall, das ist ja auf jeden Fall ein bisschen einfacher mit den Bananenblättern. Die können wir doch auch hier bestimmt gleich, oder? Können wir doch bestimmt hier auch gleich abschlagen. Obwohl, bis ich so ein Teil hier erledigt habe, ist, glaube ich, meine Axt dreimal kaputt gegangen. Nee, doch nicht. Okay, das sind auf jeden Fall eine ganze Menge trockenes Blatt. Okay. Ich glaube, das sind sogar schon so viele Blätter, dass wir damit unser Dach komplett bekommen. Okay, 6 Stück können wir tragen auf einmal. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Nice. Home Sweet Home, Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt sollte es doch eigentlich so zumindest hinhauen, dass wir Feuer machen können, was denn dann auch anbleibt. Natürlich vorausgesetzt, wir ballern da immer wieder... Yes, yes. Vorausgesetzt natürlich, wir ballern da immer wieder Holz drauf. Auf den Smartwatch, wie sieht's denn aus? Fuck. Ich glaube, wir sollten schnell was trinken und schnell was essen. Aber ich glaube, Essen ist gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel da. Und die Larve bringt ja auch echt ganz schön wenig Proteine mit sich. Okay, das Wasser ist auf jeden Fall auch der große Bringer. Ich werde tatsächlich aber jetzt auch gleich, ich sehe gerade, wir haben 11:45, ich werde tatsächlich jetzt gleich auch erstmal speichern. Da hinten kreucht doch irgendwas durch die Gegend. So einen Kollegen hatten wir doch eben auch schon und da ist er auch schon weg. Hätte ich vielleicht nicht hinlaufen, sondern einfach nur gehen sollen, was? Ah, hier ist er. Alter Schwede, renn doch nicht so schnell. Nice. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal wieder was zu futtern. Dass wir auf den Grill schmeißen können. Das ist gut. Aber ich werde jetzt tatsächlich gleich einmal speichern und muss mich dann auch fertig machen, damit ich nachher einkaufen kann. Um auch selber nicht zu verhungern. Ist ja schön, wenn ich hier in dem Game überlebe, aber ich muss natürlich auch in echt überleben. So, wir gehen einmal zurück und dann speichere ich gleich einmal an unserem Unterstand, den wir jetzt haben. Und dann geht's, ich weiß nicht genau, ob ich es heute Abend noch schaffe, ansonsten geht's morgen Mittag wahrscheinlich weiter in Green Hell. Warum können wir hier nicht speichern? Doch, jetzt können wir speichern. I'm saved. Ah, warte mal, wir nehmen einen zusätzlichen Speicherstand, mal sehen, für den Notfall, dass wir nicht wieder weiterkommen. Genau, abgespeichert haben wir. Das war's für heute Morgen erstmal. Schön, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Mir hat es auch auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Auch wieder was gelernt. Das ist ganz gut. Mal sehen, ob ich nach dem Game auf jeden Fall großer Survival-Man werde, der im Dschungel überlebt oder auch nicht. Ich bin gespannt. Naja, erstmal einen schönen Tag und mal sehen. Morgen geht's wahrscheinlich weiter, denke ich mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.